Baden-Württembergs derzeit größter Solarpark entsteht bei Vogtsburg. Man muss schon hoch auf den Büchsenberg steigen, um auch nur annähernd zu erahnen, welche gigantischen Ausmaße das Sonnenkraftwerk besitzt. Auf einer Fläche von knapp 14 Hektar verbaut die aus Euskirchen bei Köln stammende Firma F&S Solar über 31.000 Solarmodule mit einer Maximalleistung von gut 7,8 Megawatt. Damit können rechnerisch rund 70% des gesamten Vogtsburger Strombedarfs gedeckt werden. Das entspricht dem Energiebedarf von 2.245 Haushalten. Bürger aus der Region und dem nahen Frankreich nutzten jetzt einen Tag der offenen Tür, um sich in zahlreichen Gesprächen über den Solarpark sowie über die Möglichkeit einer Beteiligung zu informieren. Denn für den Solarpark Vogtsburg hat der Rat der Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft zugestimmt. An der Genossenschaft ist auch die Stadt Vogtsburg beteiligt. Mitinitiator ist die Raiffeisenbank Kaiserstuhl, die auch die Berechnungsgrundlage für die Anteilszeichnung erstellte. Heute ist sicher ein besonderer Tag. Es ist ein guter Tag für unsere Stadt, ein guter Tag für unsere Bürger und auch ein guter Tag für die Umwelt. Energiewende wird Realität, erfahrbar und nutzbar hier vor Ort. Gewinner ist der Klimaschutz mit einem geringeren CO2-Ausstoß. Die Gemeinde, aber auch die privaten Eigentümer mit Pachteinnahmen und natürlich auch Steuereinnahmen für die Gemeinde. Aber nicht zuletzt, und dies ist uns wichtig und ich will dies ganz besonders betonen, die Bürger mit der wirtschaftlichen Der Wertschöpfung. Vogtsburger Bürgermeister Gabriel Schweitzer lobte vor allem die Zusammenarbeit mit F&S Solar, dem Projektpartner aus Nordrhein-Westfalen. Mit dem Euskirchener Solarspezialisten von F&S Solar haben wir einen erfahrenen Projektpartner gefunden, der nicht nur zuverlässig, sondern auch mit hoher professioneller Kompetenz dieses Projekt umsetzt und sowohl technisch und auch qualitätsbezogen eine Solaranlage installiert, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Unser Unternehmen, die F&S Solarkonzept, ist einer der großen Projektierer Europas. Wir haben in den letzten Jahren über 1500 Solarkraftwerke europaweit gebaut und haben mit unseren Niederlassungen in Rom, in Ankara, zukünftig in Kopenhagen auch ganz klar das Bekenntnis zur internationalen Ausrichtung, zur europaweiten, vielleicht sogar irgendwann noch mal zur weltweiten Ausrichtung bekannt. Man macht uns Angst und sagt, die Energiekosten werden unbezahlbar werden und schuld daran sind die Erneuerbaren und doch insbesondere die Solarbranche. Ich kann Ihnen versichern, und glauben Sie es mir auch, wenn ich ein bisschen voreingenommen bin, das ist völliger Quatsch. Es ist definitiv nicht so. Die Energiewende ist unverzichtbar für unsere Zukunft und sie ist nach wie vor von großem Erfolg geprägt. Ich will Ihnen aber auch aus meiner Sicht für Sie nachvollziehbar ein ganz konkretes Beispiel geben. Dieser Solarpark hier in Vogtsburg wird die nächsten 20, 30 Jahre lang Strom für 11,52 Cent produzieren. Und wenn Sie morgen in Ruhe mal auf Ihre Stromrechnung zu Hause schauen, dann werden Sie sehen, dass Sie doppelt so viel für den Strom bezahlen. Das heißt, diese Parks sind heute schon hochrentabel und produzieren Strom weit, weit unter den Kosten, die die Verbraucher dafür zahlen. Und diese Vorteile, die werden in Zukunft überwiegen. Wir werden wegkommen vom EEG hin zum reinen Stromverkauf, zur reinen Stromvermarktung. Und dann, meine Damen und Herren, dann wird der richtige Siegeszug der erneuerbaren Energien tatsächlich erst beginnen. Nun, Sie als Bürger von Vogtsburg haben die historische und einmalige Chance, an diesem enormen Solarparkprojekt teilzuhaben. Sie erwerben dabei tatsächliche Anteile. Es ist also etwas Greifbares und nichts Theoretisches und Sie haben damit dauerhafte Renditechancen. Nutzen Sie also diese Gelegenheit und nutzen Sie die Chance, Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden. Und ich freue mich darauf, Sie eventuell demnächst als Teil dieses Solarparks als Genossen wiederzutreffen. Vielen Dank.
Nachdem Rainer Richter von der Raiffeisenbank Kaiserstuhl die Details der Bürgergenossenschaft vorgestellt hatte, durfte, wer wetterfest war, zu einer kleinen Solarparkwanderung aufbrechen. Uwe Cipiorski, der technische Geschäftsführer von F&S Solar, berichtete dabei viel Interessantes über die Geschichte der Solarenergie. Die wenigsten Bürger ahnten, dass Photovoltaik gar nicht so neu ist, wie man glaubt. Bereits 1839 entdeckte Alexandre Aymon Becquerel den photoelektrischen Effekt. Zu einer praktischen Anwendung dieser Entdeckung kam es jedoch erst Generationen später. Vogtsburg als größte Weinbaugemeinde Baden-Württembergs steht heute für eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft. Künftig steht sie auch für eine aktive Beteiligung und Gestaltung der Energiewende mit einem der größten Solarparks in Baden-Württemberg. Ich meine, Vogtsburg gibt ein gutes, ein positives Signal. Ich danke allen, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Zuletzt gilt mein besonderer Dank Ihnen, Herr Frühauf, Herr Schmiedel und Herr Cipiorski, aber auch dem Team vor Ort mit Herrn Niesen für die vertrauensvolle und auch faire Zusammenarbeit in unserem gemeinsamen Projekt.